Was ist Kuckuck eigentlich? Es ist ein Festival. Kindertheaterfestival? In der ganzen Steiermark. Kuckuck heißt verschiedene Formen von Theater. Kunst. Gut organisiert. Und ganz ein großartiges Theaterangebot. Aus Österreich und auch zum Teil international. Kultur. Ganz viele Kinder und Jugendliche. Man wird so herzlich empfangen. Viele verschiedene Gemeinden. Und sonst ist es ein Vogel, der sehr schön tönt. Für Kinder. Kunst und Kultur für Kinder. Hallo, ich bin der Timo. Hallo, ich bin die Juna. Wir sind Ingo Steinbach. Live dabei beim Theaterfestival Kuckuck. Und wir werden jetzt ein paar Interviews machen. Los geht's! Das ist eine Rahmsau. Eine Rahmsau, also das hat nichts mit einem Schwein zu tun, wie du vielleicht glaubst, sondern wir haben bei Kuckuck viele verschiedene Gemeinden. Und eine Gemeinde davon ist die Rahmsau. Die ist in der Obersteiermark. Was hast du überhaupt mit Kuckuck zu tun? Ich darf bei Kuckuck mitorganisieren. Einfach weil ich im Gemeinderat als Kulturobfrau tätig bin. Und wir versuchen halt, also da seht ihr die Steiermark-Karte, wir versuchen, dass wir sozusagen überall in der ganzen Steiermark mit unserem Festival unterwegs sind. Wie entstand eigentlich Kuckuck? Ich hatte diese Idee, ein Theaterfestival zu machen in der Steiermark. Und wenn man eine Idee hat, dann ja, das reicht ja nicht. Ne? Ja. Also da muss man erst überlegen, wie kann ich das denn überhaupt machen? Und da braucht man ja am Anfang auch erstmal auch Geld. Wenn man ein großes Festival machen will, dann braucht man dafür Geld, dann braucht man dafür Förderung. Und die habe ich dann angesucht und habe sie auch bekommen. Wir haben das wirklich bekommen! Ja! Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich das Geld, aber ich brauche jetzt auch die Gemeinden, die mit uns kooperieren. Und dann habe ich überlegt, oh, wie finde ich die jetzt? Und dann habe ich, dadurch, dass ich die Dumme Augustine oft gespielt habe, auch auf dem Land, dann habe ich dort Leute gekannt und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, ich habe da eine tolle Idee, ich würde gerne ein Theaterfestival machen, habt ihr Lust mitzumachen? Und da haben dann viele gesagt, ja, das ist ein Problem, ich mache mit. Es war ein Glück. Und dass das in der Rahmsau stattfindet, ist natürlich ein Privileg. Und warum ist es dir wichtig, dass Kuckuck in der Rahmsau spielt? Weil unsere Kinder hier nicht so leicht die Chance haben, dass sie ins Theater gehen, weil sie müssen nach Graz fahren oder nach Salzburg. Das ist dann schon ein, zwei Stunden entfernt. Und wenn dann einmal ein tolles Theaterangebot vor Ort ist, dann muss man das ist super, gell? Dann muss man das wirklich, wirklich schauen, dass das auch so genützt wird und dass das bleibt. Dann, der nächste Schritt war dann, die Schulen und Kindergärten sozusagen, denen auch zu sagen, wir sind jetzt hier, wir spielen für euch, wir machen Theater für Kinder. Ja, und das haben wir dann auch noch geschafft und dann... Was machst du eigentlich, wenn die Hanni das erfunden hat? Also ich fange das Kuckuck zu dem Zeitpunkt zu planen an, wenn eine Gemeinde fertig ist, plane ich schon fürs nächste Jahr und beginne zu fragen, ob die Gemeinden oder die Kulturvereine Kuckuck gerne wieder in ihrem Programm hätten.
Dann überlege ich mir einen Zeitraum, wann Kuckuck stattfinden soll und dann, welche Stücke gespielt werden sollen. Oh, ich will aber noch gar nicht glauben, ich will noch spielen! Nora, du musst morgen früh aufstehen. Es ist Zeit. Ich mag es voll gerne an Kuckuck, dass man in so viele verschiedenen Gemeinden immer kommt. In der ganzen Steiermark. Ja, mit Kuckuck kommt man in Teile Österreichs, wo man sonst nicht hinfährt. Das finde ich auch sehr spannend bei euch. Und was ist das Besondere daran, wenn man vor Kindern spielt? Die Kinder reagieren immer mit. Also die Erwachsenen sind oft ganz still und man weiß gar nicht, ob sie da sind oder nicht. Und die Kinder sagen immer alles laut raus. Und dazwischen fahren die Hanni und ich herum und schauen uns viele verschiedene Stücke in Österreich oder bei anderen Festivals an. Von Gruppen, die für Kinder und Jugendliche Theater machen und suchen uns dann immer die Besten aus. Und die spielen dann, die laden wir dann ein. Du bist jetzt 55. Du hast keine Kinder. Du doch auch nicht. Ja, du könntest welche haben. Ja, du auch. Bist du schon lange bei Kuckuck? Nein, ich spiele schon lange Figurentheater, 50 Jahre. Und bei Kuckuck bin ich vielleicht schon 4-5 Mal gewesen, das weiß ich nicht mehr. Und das Publikum und die Kinder, die erleben dann, die kippen in diese Geschichte hinein. Und es ist so ein Gemeinschaftserlebnis. Wir haben das alle gemeinsam. Wir wandern quasi durch eine Geschichte. Und das ist einfach das Wundervolle am Live-Spielen. Für Kinder und auch für Erwachsene. Das riecht aber fein nach Ziegen. Da hat's ja gerade eine. Hey, lass mich los! Ich kotze dir in den Mund! Mir egal! Rein mit dir! Ich bleib ich und du bleibst du. Schubububindu. Gleich wie du bist, alles andere ist Mist. Warum steht der XXI? Da, Kuckuck, XXI, das sind die römischen Zahlen und XXI, das ist 21 und wir haben jetzt unser 21. Kuckuck heuer. Erstes Stück, die Prinzessin auf dem Kürbis, das war in Rassach. Das hat auch gut gepasst, weil Rassach ist eine Kürbisgemeinde. Das hat zufällig gepasst, das war ganz lustig. Und das Besondere an dem Stück war damals, vor 21 Jahren, dass es ein Tanztheater war. Hallo? Das hat es irgendwie noch nicht so viel gegeben im Kindertheater. Damals wurde eher so klassisches Sprechtheater und ja, Märchen und mit großer Bühne und die haben einfach neue Wege gesucht auch, neue künstlerische Wege gesucht. Und das war ein richtig gutes, neues Stück. Meine Oma hat immer gesagt, sei immer du selbst. Meine Oma hat immer gesagt, Schokolade macht dick. Ja, und warum sind solche Hefte jetzt und früher war es nur sowas? Das musst du den Martin fragen, das weiß ich nicht. Dafür ist der Grafiker zuständig. Welches Programmheft gefällt dir am besten? Um ehrlich zu sein, gefällt mir meistens das Neueste am besten. Und das ist diesmal dieses hier. Wir haben früher das immer so gemacht, man sieht es da ein bisschen. Jedes Jahr hat es eine Farbe oder zwei Farben gegeben. Da war es so ein Grün und so ein Violett. Und voriges Jahr haben wir gesagt, wir machen das Ganze wieder bunter. Wenn Kuckuck beginnt, im September, Oktober, dann fahre ich wirklich in jede Gemeinde, zu jedem Stück, betreue die Gruppen, betreue die Vorstellungen und schaue, dass das sozusagen mit allen gut funktioniert. Genau. Ja, das ist mir ganz einfach. Ich schaue mal zu den Requisiten. Ja. Genau, mach zwei Stücke. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt oder wenn irgendwer was braucht, dann bin ich immer da. Und der Gerhard natürlich. Der Gerhard ist euer... Unser technischer Leiter, genau. Räumt unten, der tut im Lager unten die Sachen immer herrichten, ein- und ausräumen, den LKW organisieren,
aufbauen, abbauen. Dass ihr hier seid. Mein Name ist Natascha. Ich darf heute mit euch, bin extra hier, um heute mit euch eine Nachbesprechung zu diesem Stück, das ihr gerade gesehen habt, zu machen. Und nachdem ich nicht nur Theater für Kinder und Jugendliche mache, sondern auch mit ihnen, das heißt, ich bin auch Theaterpädagogin im Mezzanintheater und fahre dann auch zu den einzelnen Gemeinden bei Kuckuck und kann mit den Kindern und Jugendlichen dort Workshops machen, bei denen ich sie zu dem, für das Stück irgendwie vorbereite. Wisst ihr, wie das Stück heißt, das ihr euch anschauen werdet? Richtig, Frankenstein. Eine trostlose Ebene. Kalt. Eis. Soweit das Auge reicht. Komm mit. Zum Ende aller Enden. An den Rand der Welt. Und bei Frankenstein habe ich mich entschieden, dass ich gern ein Sprechtheater mache, das aber mit ganz, ganz viel Musik arbeitet, das mit Elementen von Schattentheater arbeitet. Oder ihnen im Nachhinein irgendwie erzählen kann, mit ihnen drüber reden kann, was sie gerade gesehen haben. Gibt es irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Momenten, die euch unklar waren? Genau, und diese Workshops, vorbereitende, nachbereitende oder auch irgendwie zu Themen, die biete ich an mit Kolleginnen und dann fahren wir in die Gemeinden und können in den Schulen mit ganz, ganz vielen jungen Menschen irgendwie in Kontakt kommen und mit ihnen mit Theater arbeiten. Wir gehen noch einmal los und schauen, ob wir noch ein bisschen schneller werden können und wir dürfen niemanden berühren. Und go! Jawohl, ja, sofort. Sehr gut, sehr gut. Und stopp! Wenn Kuckuck viele Jahre in einer Gemeinde zum Beispiel stattfindet, dann kannst du, wenn du vom Kindergarten bis in der Mittelschule, jedes Jahr siehst du ein Kuckuckstück. Und wir bemühen uns oder wir schauen, dass Kuckuck, dass die Kinder und die Jugendlichen einfach verschiedene Formen von Theater sehen. Also, dass sie mal ein Tanzstück sehen, dass sie mal Sprechtheater sehen, dass sie mal Figurentheater sehen. Und so habe ich einen guten verschiedenen Eindruck nach diesen vielen Jahren, was Theater alles sein kann. Und das, finde ich, ist das Besondere an Kuckuck für mich. Aber ich habe jetzt auch eine Frage. Was macht ihr eigentlich bei Kuckuck? Jetzt siehst du wunderschön aus.